Als erstes schon das Video von Reportagen, neuer Diss-Track. Ich habe es erst jetzt mitbekommen. Ich habe übel Bock. Ich habe die vorherigen Teile auch krass gefeiert und ich bin gespannt, wer diesmal gedisst wird. Auf geht's. Boah, ich bin so aufgeregt, Mann. Oh, Junge, das Ding ist, ich habe so lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich da. Ich habe richtig Bock. Digga, ich brauch nicht viel, nur ein Stuhl am Mikrofon. Alter, genießt die Show, ja, jetzt geht es endlich los. Wollte nie ein Hype, nein, der Hype wollte mich. Sie versteifen sich auf Klicks, bekommen Steifen von den Klicks. Ja, ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen. Doch wenn ich Influencer sehe, haben sie ein richtiges Problem, weil ich den Hintergrund verstehe, ein weltweites Phänomen. Aber zum Glück bin ich Experte und beherrsche alle Themen. Und das ist alles ohne Doktortitel. Ich kann die Angst von diesen Fotzen riechen. Viele Placements, die nicht zum Creator passen. Staubsauger und Waschmaschinen. Dazu die Gewinnspiele mit Konsolen und Flachbildschirmen. Du musst liken, kommentieren, dann gewinnst du auch. Achso, und folg dem und dem und dem Account. Boah, diese Gewinnspiele, ne? Wirklich, die sind so ein Schmutz. Vor allem, ich verstehe nicht, wer freiwillig da mitmacht bei diesen Gewinnspielen, wo man so 1000 Accounts followen muss. Also ich meine jetzt nicht nur von den Leuten, die da mitmachen, also das kann ich verstehen, meinetwegen, wenn die da was gewinnen wollen, aber auch von den Content-Creatern, was ist denn das für ein Gewinnspiel? Wenn ich ein Gewinnspiel mache oder machen würde, würde ich doch eins für meine Community machen wollen. Und da würde ich doch dann meine Community nicht so zwingen wollen, irgendwie 20, 30 random ass Leuten zu folgen, oder? Also es würde mich schon persönlich triggern. Also wenn ich so ein Placement machen müsste, kann verstehen, dass viele Creator so chillige Placements machen, sage ich, wo die einfach sagen, ja, like, kommentiere und folge höchstens mir und irgendwie vielleicht noch einem Sponsor oder so, ist vollkommen in Ordnung. Aber diese Placements, wo man wirklich 20, 30 Leuten folgen muss, kompletter Schmutz, wirklich. Also, ich weiß auch nicht, wer sowas einer Community zumutet, einfach. Und dem Account, wenn du schon dabei bist, folg auch dem Account. Bei einer bestimmten Summe können sie nicht nein sagen. Wie folgt man da angeblich Leute, die einen reich machen, machen einen auf Gönner, alles Firmen, die das sein kaufen. Stimmt, das sind ja auch meistens auch noch so übelste Life-Coaches und irgend so komische Dudes, Alter, die ganz unseriös sind, Bruder. Also von sowas halte ich mich auch dann direkt komplett fern. Aber guter Real Talk von Reportagen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich muss dazu auch sagen, ich fühle Reportagen halt auch deswegen krass. Unter anderem, weil er eben auch so einen OG-Style hat, irgendwie so zu rappen und auch die Musik zu machen, den man heutzutage nicht mehr so oft hört. Also früher war das halt, sage ich mal, gängiger. Vielleicht bin ich einfach aus den Bubbles rausgekommen, wo man die Musik halt noch hört. Aber so, zum Beispiel Kool Savas habe ich damals viel gehört. Fand ich auch was so ziemliches, ja, authentischer OG-Rap, sag ich mal. Und das gibt mir halt auch ähnliche Vibes von der Zeit her, zumindest wie Reportagen. Möchte gern Manager und Coaches, die sich reinkaufen, eure Fans mal eben eintauschen. Ganz YouTube ist ein riesengroßer Scheißhaufen. Fragwürdige Unternehmen, die dir was von Angeboten und Abo-Modellen erzählen. Geht in Deckung, ja, es hagelt Bars. Heute wird man Fame, wenn man Excuse me 22 sagt. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Aber no front, dann sehe ich, weiß nicht, was sie für Content macht. Ich kenne nur diesen Einsatz von ihr. Rapper nur noch Junkies ohne Flow. Ein deutscher Rap klingt für mich so. Oder Side-Taunt gegen Deutschrap auf jeden Fall. Das Thema ist so ausgelutscht, es gibt kein Masse-Nase-Witz. Oh nein, nicht Marcel Scorpion, bitte. Doch seine Nase ist länger als die Klinge im Katana-Griff, länger als der Mast von dem Piratenschiff. Er schaut einmal hoch und hat den ganzen Sand vom Mars gesnifft. Ins linke Nasenloch passt Merz in einem Laster rein und hat am Arm Popel, hat er die Größe von einem Pflasterstein. Bricht er sich die Beine, läuft er weiter auf seinem Nasenbein. Über Stock und Stein, ja, ich weiß, kranker Scheiß. Seine Nase. Der arme Masel, Alter. Junge, wie lange ist es das her, dass er das erste Mal gedisst wurde? Und es zieht sich einfach durch bis jetzt, bis 2023, komplette Eskalation. Nasenhaare. Morgen, Ben. Schön, dass du reinschaust.
sind wie schwarze Ladekabel, die dich erwürgen wie Anacondas aus Paraguay. Im rechten Nasenloch kann man Grundstücke mieten, da sind Spielplätze für Kinder und schöne Modeboutiquen. Ja, sogar ganze Supermarketten, da drin könnte man locker die Hamburger U-Bahn. Es geht einfach weiter. Dumbo schlackert mit den Ohren, er schlackert mit den Nasenflügeln und dann fliegt er los wie dieser Iron Man aus Marvel-Filmen. Ja, sogar Elotrix wird neidisch. Seine Nase sucht das Weite. Spaß beiseite. Ich liebe dich, Mann. Seine Nase ist so lang, fast so lang wie mein Schwanz. Respekt. Ich setz die Szene zu Boden, als wär ich Undertaker. Moritz Seger wirkt wie ein 13-jähriger Mathelehrer. Red nicht so viel Kaffee, du hyperaktive Streberkind. Ich disse dich auf Spaß, du Bitch, weil ich dir überlegen bin. Der kommt ja auch immer ziemlich krass aktiv vor. Alle kennen Trimax, er ist der perfekte Schwiegersohn. Aber Street of Twitch, wie er sich alle Packs bei FIFA holt. Kinder gucken zu und opfern danach ihr Taschengeld. Hier kommt Reportagen, Digga, direkt aus der Schattenwelt. Junge, aber da habe ich mir auch noch viele Gedanken drüber gemacht. Aber Real Talk, eigentlich schon was, das man kritisieren muss. Das ist Gambling, das ist Kindercasino. Man macht kein Plus, sondern Minus und endet dann in der Spielo. Endlich hörst du damit auf, ich hoffe nicht nur, weil du Hate bekommst. Alle außer Olli, Digga, verdienen eine zweite Chance. Alle viele. Ja, ich find's auch gut, dass er jetzt aufgehört hat. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich hab da lange drüber nachgedacht, ob das schon als Glücksspiel zählt oder nicht. Weil letzten Endes hat man ja quasi keine Chance, Geld rauszuholen. Aber eigentlich ist es, streng genommen, ist es schon Glücksspiel und sollte unter keinen Umständen unterstützt werden, sowas. Weiß ich nicht, fühle ich halt gar nicht persönlich. Steuern, weil ich nicht auf einer Insel wohne. Ich mache es wie ApoRed und aktiviere den Inti-Modus. Währenddessen rechne ich Z-Max irgendwelche Pimmel-Fotos. Rapper nur auf Drogen, so wie Kasi mir das Nagetier. Ist doch klar, dass ich für Deutschrap keine Liebe habe. 2-Minuten-Tracks, die 10 Leute geschrieben haben. Die 10 Leute, die das geschrieben haben, haben 10 Leute, die das für die 10 Leute geschrieben haben. Immer nur die gleichen Assis, ich erwarte gar nichts mehr. Komm in Bezug, hat er die nicht Haare, sondern Hasenfärb. Jeder Weg steckt immer Kohle in deinen Arsch. Doch hör auf, Tiere zu benutzen, Bitch, als Modus ist zwar. Einer dümmer als der andere. Wo soll das alles enden? Unser Wickler spielt mit seiner Mama Dungeon and Dragons. YouTube Germany, keiner kann mir mal entkommen. Eine Frage, Kyler, droppst du da etwa die Endbombe? Mit 13, Digga. 13, Digga. Mit 13, Digga. Mit 13, Digga. Mit 13, Digga. Ich weiß nicht, ob sie da Digga gesagt hat oder halt das N-Wort. Immer ist oft echt schwierig rauszuhören. Keine Ahnung. Fick die Blogger, die ihre Kinder vermarkten. Für ein dickes Haus mit Garten, Balenciaga, teurer Wagen. Siege mit der Tochter baden, man sieht sie im Bikini. Kinder dürfen nix entscheiden, denn sie sind keine Teenies. Mit Verpixeln könnte man einiges vermeiden. Ohne landen diese Bilder schnell auf pädophilen Seiten. Harrisons und wie sie alle heißen. Hört auf, eure Kinder halbnackt zu zeigen. Ja, das geht echt auch gar nicht, ey. Wirklich, also so Kinder, so Kleinkinder so zu exposen, sollte eigentlich verboten sein auf YouTube. Geht alle in den Chat und schreibt, Junge, das ist ungesund. Geh mal raus mit deiner Freundin, schnapp ein bisschen Luft, sonst komm ich mit nem Schocken, Level 70 bist und bring dich um. Imagine, wirklich halt. Bombe Lecky, du bist kein Boss, kein Daddy, mach aus dem Fleisch Konfetti. Kann nur das hier, Digga, bin in keine Uni gegangen. Und Boss, das YouTuber am Rücken von der Gummibärmbande. Auf dieser Plattform hab ich einiges erlebt, aber hier macht einer auf kleines Kind und sagt, er stirbt an Krebs. Stimme nur gepitcht, eine komplette Inszenierung für die Monetarisierung. Absolut räudig, wirklich auch. Hallo Mama, hier ist deine kleine Prinzessin. Ich nehme dieses Video auf, damit du immer meine Stimme hören kannst, wenn du traurig bist. Also der Ersteller von diesem Kanal, übelster Schmutzlord. Wir haben ja auch, ich habe ja auch schon drauf reacted bei Kaiser, der das Thema aufgegriffen hat. Wirklich absolut unter aller Sau. Ich werde bald wieder mit Papa im Himmel zusammen sein und von dort oben werden wir beide auf dich aufpassen und dich beschützen. Mein letzter Wunsch ist, dass alle Menschen, die dieses Video sehen, einen lieben Kommentar an meine Mama schreiben, damit sie nicht alleine ist, wenn auch ich gestorben bin. Dreist. Hallo, dreist. Du ekelhafter Mensch, der sich als krebskrankes Kind ausgibt, um Spenden zu kassieren. Wie ja, kann man true. So ein trauriges, armseliges Leben führen wie du? True. Ich hoffe, viele Menschen, die das hier sehen, melden deinen Channel, denn nur so kann dieser Schmutz entfernt werden. Hoffe ich auch. Was für eine widerliche und dreiste Art, an Geld ranzukommen. Schämen sollst du Facts. Dich. PS Reportagen ist der Beste und hat dich hart hops genommen, du Fotze. True. Wenn man Fan wird auf YouTube, gute Frage. Ich würde mal sagen, das Einfachste sind auf jeden Fall Reactions, da brauchst du nicht viel.
Mikrofon, Kamera, zwei Augen, dann kannst du eigentlich schon losgehen. True, gönnt mal ein bisschen Fame, Leute, Kappa. Aber lasst wirklich gerne kostenlosen Sub auf YouTube da, falls euch das Stream gefällt, beziehungsweise das Video. Okay, krass. Das ist krass. Ich habe eigentlich gedacht, der nimmt die Kurve. Aber dass der straight, das heißt, fährt einfach straight durch. Am ganzen Körper. Hi. Oh, hi. Look at him. Look at him. Oh, hi. He's enjoying his fries. Look at him. Oh, look at him. Hi. 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 Look at him. Meine kleine. Hi. Oh nice, Reportagen hat neuen Merch draußen. Nice, sieht gar nicht mal so gut aus. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. guter Self-Taunt. Was hätte ich noch als Rezept? Vielleicht ein Track für irgendein erfolgreiches YouTube-Film-Format. Seven vs. Wild oder sowas. Das geht eigentlich immer. So kann man eigentlich recht schnell erfolgreich werden auf Schimmelplatz. Ja, geht auch richtig easy. Macht man einfach so mal nebenbei. Oh, höre ich dann Beat? Höre ich da Musik? Ich spring nackt aus dem Heli. Fange an, yo. Revi. Code Red ist Game Over. Schiller am Strand so wie Nova. Revi wurde sogar mitgenommen. Aber schieb dabei Debris. Ich weiß alles wie Joris. Teile das Meer so wie Moses. Hänge Matte im Mondlicht. Ihr müsst Nahrung auf den Palmen suchen. Macht euch doch einen schönen Apfelkuchen. Ihr müsst Nahrung auf den Palmen suchen. Macht euch doch einen schönen Apfelkuchen. Sieben Leute im Dschungel, ganz allein auf einer Insel. Kroko hat Hunger. Seven vs. Wild habe ich auch geschaut. Fand ich richtig geil. Ich bin gespannt, ob es eine dritte Staffel gibt. Es wurde ja, glaube ich, schon angekündigt, dass es keine dritte geben soll, aber trotzdem. Mal gucken. Ja, heute gibt's Schnitzel. Ein verpixelter Pinsel. Ein verpixelter Pinsel. Ein verpixelter Pinsel. Coconut Shark! Mir ist heiß, mir ist kalt, viele Mücken haben am Hals. Ja, holen Sie mich bald, da ist Seven in the Wild. Fühlig. Die Mücken würden mich wahrscheinlich auch so hart triggern. Seven in the Wild. Tiere, die sich tarnen, Ausschlag an meinem Arm. Ich ernähre meinen Darm, da ist Seven in the Wild. Gehört dazu. Seven in the Wild. Mir ist heiß, mir ist kalt, viele Mücken haben am Hals. Ja, holen Sie mich bald, da ist Seven in the Wild. Seven in the Wild. Geiler Beat. Tiere, die sich tarnen, Ausschlag an meinem Arm. Ich ernähre meinen Darm, da ist Seven in the Wild. Seven in the Wild. Das ist ein richtig nicer Part. Staffel 3 wird eine Ballermann Edition. Mitten auf Malle mit Tanzi und Axel. Mit geil. Jesus und Maxwell. Diese Welt ist kaputt. Die Menschen sind krank. Mehr Müll als am... Ja, Mann, übel. Also, mir war ja schon bewusst, dass da halt, dass es übel wie Müll im Meer gibt. Aber das ist halt, da sieht man es, da kriegt man es halt nochmal vor die Nase gehalten, ne? Einfach wirklich Menschheit. Eigentlich wirklich Schmutz. So sad, wie es auch halt ist, halt, ne? Conti. Entsorgt euren Trash. Ab in die Tonne wie Bonnie. Coconut Shark! Roast yourself? Was passiert? Alter, also wirklich bisher einfach von vorne bis hinten geil. Sogar dieser Off-Part, wo er einfach quasi kein Beat war und kein Rap, den fand ich auch sogar richtig nice. Ist ja krass, du bist echt Rapper geworden. Über die Jahre bist du älter und auch fetter geworden. Ja, sogar Sky Guy ist dünner als du. Hab gehört, in deiner Freizeit hörst du gerne Tilo und Lou. We made it. Digga, bei 4-7 würde ich dich sofort battlen. Reiß dir deine Maske ab und schlag dir in die Orkfresse. Deine Stimme kann man sich geben mit Ohrenstöpseln. Aber Tilo, we made it. Auch hab ich sehr gefühlt. Monate inaktiv und faule Sau, das war ja klar. Du gegen mich ist wie Levi gegen den Tier-Titan. Heute rasier ich dich, du Bitch, und deinen behaarten Arsch. Karma regelt, das seh ich an deinen roten Zahlen. Du lässt deine Community im Stich, denn du bist nicht mehr auf Twitch. Sag, was bist du für ne Snitch? Ich ficke dich ganz locker mit nem Roast-Yourself. Warum versteckst du dich? Sag mir, bist du so entstellt? Ey, du Bitch, ich hab's gesagt. Ja, du bist niemand ein Star. Du kommst niemals in die Schad. Und lass mich dann noch fahren, bis mal weg dann wieder da. Ey, und schalte dich doch mal. Oh, ich muss auch sagen, ich fühl's... Also ich finde, Reportagen ist ein richtig guter Künstler und halt, dass er auch so vielseitig ist und so unterschiedliche Beats benutzt, unterschiedliche, ja, Arten zu rappen, zu singen.
das bringt einfach so, weiß nicht, ein bisschen Abwechslung rein. Manche Rapper machen ja einfach immer nur von Anfang bis Ende genau selben Rhythmus, selben Beat und so. Das ist dann irgendwann, kann man es einfach nicht mehr hören, aber bei ihm durch die ganze Abwechslung bleibt es halt spannend. Und woher die Aggression, Digga, was ist mit denn los, Junge, geh doch mal zum Arzt, hahaha. Ey, du bist, ich hab's gesagt, ja, du bist niemals ein Star, du kommst niemals in die Schar, hahaha. Übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute, es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Also wirklich, das, was der da abgezogen hat, damals zu dieser Flutkatastrophe, auch low, Alter. Ist das gerade dein Ernst? Er sagt einfach, ja, für mehr Überschwemmungsvideos geht auf mein Instagram. Er nutzt diese schlimme Situation in Deutschland gerade aus. Ja, um irgendwie Follower auf Insta zu ziehen, Alter, und dann auch irgendwie Placements zu machen, das habe ich auch noch mitbekommen, Junge, komplette Katastrophe, ey. Um irgendwie sein Instagram zu pushen, durch irgendwelche Katastrophen oder Krankheiten generiert man keine Klicks, das macht man nicht. Ehrenlos. Du pushst dein Insta auf TikTok mit einer Flutkatastrophe. Viele Follower bekommen um jeden Preis ohne Hemmungen. Schaut in meine Stories, ich zeig euch die Überschwemmungen. Es ist halt wirklich so, welche moralische Grenze musst du überschreiten, um so durchzuziehen? Ganz ehrlich, wenn er einfach nur berichten wollen würde über das Thema, irgendwie dort ist vor Ort, aber ist ein bisschen dokumentiert und dann Hauptcontent sich darauf bezieht, ist ja okay. Dokumentiert es, mach irgendwas, damit die Leute sehen, was da abgeht und dass man dagegen Maßnahmen ergreifen muss oder auch irgendwie hingeht zum Supporten. Aber nur um Follower abzugreifen, Placements zu machen und irgendwie, Junge, welche moralische Hürde muss man einfach überschreiten, dass es einen null juckt, auf welcher Basis man versucht, Reichweite zu generieren. Wenn du informierst, okay, wenn du dokumentierst, auch okay. Aber für Placements und so, Schmutz. Alter Digga, da sind Menschen gestorben, sie haben alles verloren. Und du machst Klicks auf den Nacken, fick die Politiker ab, wenn die noch im Hintergrund lachen. Und Timmy kann es nicht lassen, das Thema so auszuschlachten, um noch ein Placement zu starten, um mehr Profit rauszuschlagen. Für die Limo. Junge, ganz ehrlich, das triggert mich halt jetzt schon wieder, wenn ich mich dran zurückerinnere, an diese Geschichte. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, sonst. Ich hoffe, er macht es einfach nicht nochmal, sonst. Sonst, Junge, hoffe ich, dass er einfach gelöscht wird von dieser Plattform und von Instagram vor allem, wo er sich die ganzen Follower rangezogen hat. Einfach widerlich und ekelhaft, du prima Ballerina. Auch wenn Timmer Snickers frisst, bleibt deine Diva. Er würde gerne tanzen wie Shakira. Uff, zu krass eskaliert. Wenn überhaupt bist du eine billige Britney, du bist nicht Glamour und Fashion, du bist von TikTok besessen. Sobald deine Fans erwachsen sind, haben die dich vergessen. Ich hab gehört, Kritik ist für dich Hate, die größte Fotze dieser Welt, nennt sich Andrew Tate. Du bist nicht Opfer, sondern Täter. Shirin, hör auf damit, sonst hol ich Raffaella. Du gibst deinen AMG ab für den Klimaschutz. Shirin, David gibt dir einen AMG ab, okay? Den Klimaschutz und holst du deiner Rolls Royce in der Größe von einem Linienbus. Mal wieder ein Widerspruch. Ja, Shirin, so kennen wir dich. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Englisch sprichst. Feel so aufgehoben, when I come here. Because everyone is... Also jeder ist so, wie er ist. Mach dir nichts draus, ich kann auch nicht so gut Englisch. Ja, Englisch ist schon... Vor allem live von einem Publikum. Wahrscheinlich schon sehr schwierig, aber trotzdem. Ich hätte auch gedacht, dass sie besser beherrscht. Hätte ich ehrlich gesagt gedacht. Und weil keiner von der Mädchenfans trinken darf, gibt es deine Themen Dreck für 10 Cent im Rewe-Markt. Ganz schön sick, ich bin nicht mein. Was ist das für ein Taunt gewesen, Alter? So wie er ist. Mach dir nichts draus, ich kann auch nicht so gut Englisch. Und weil keiner von der Mädchenfans trinken darf, gibt es deine Themen. Dirty Eistee mit 5%. 10 Cent, for real? Ist das echt? Holy. Gut, macht halt Sinn, weil. Ist halt null für die Zielgruppe abgerichtet, oder? Ich kenne halt Shirins Zielgruppe null, ich kann es schwer einschätzen. Aber das erklärt, das sagt ja wohl einiges, wenn das real ist. Für 10 Cent im Rewe-Markt, ganz schön sick, ich bin nicht mal 1,70. Ganz schön geil, ich war 1,94. Shirin Dissen, eine Frage, darf ich das? Warte, was? Wo ist dein Gehirn in deinem Bubble-Butt? Sie trägt echt Pelz, Giuseppe Zanotti, Königin der Sonne. Oh, diese Spitzelochenstiefel, echt Pelz. Schmutz. Absoluter Schmutz.
Rappel Moral ist ihr Hobby. Ich ficke deinen Belvedere und scheiße in dein Happy Meal und komm mir nicht mit Deep and Real. Was zu viel ist, ist zu viel. Du hast deinen Hype nicht verdient. Du machst Blood Money, Bitch, mit der Fleischindustrie. Ich esse kein Fleisch mehr, war damals deine Message. Dein Rückgrat ist verbogen, so wie das M von Mac. Echt? Ist das so? Ist das wirklich so? Das ist ja richtig krass dann. Ich esse kein Fleisch mehr essen. Fleisch mehr, wer damals deine Message, dann Rückgrat ist. Ohne Fleisch bestellen. Okay, das ist krass. Also das wusste ich gar nicht. Von dem her ist es übelst kritisch, das McDonald's Placement. Also, ja. Weiß ich nicht. Hätte ich unter keinen Umständen gemacht. Vor allem, wenn ich vorher so eine Meinung vertreten habe. Und da hat sie sich ja scheinbar doch mit den Themen da beschäftigt. Fleischindustrie, bla bla bla. Und jetzt dann für McDonald's Werbung machen. Schwierig. Schwierig. Ist verbogen, so wie das M von Mac ist. Die von Tim ist nicht Queen oder King, nur ein nerviges Kind, das im Internet singt. Geil. Fortsetzung folgt. Ich bin übel pumped. Sehr geil. Ich bin richtig gespannt auf den nächsten Teil. Lasst Reportagen auf jeden Fall einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da, falls euch das Video gefallen hat. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich beides sehr